Hallo meine Freunde, willkommen hier im Scum Weihnachtswunderland. Ja, da haben sich die Entwickler ganz schön Zeug gelegt, das Menü hier für Weihnachten zu pimpen, muss man ehrlich sagen. Also das sieht ja herzallerliebst aus, richtig toll. Bist du auch schon drin, Alea? Ja. Und, ist echt schick, oder? Oh. Ja, finde ich, haben sie echt gut gemacht. Echt Respekt. Ja, also von daher, für alle die jetzt gerade live auf Twitch gucken, den wünsche ich auf jeden Fall an dieser Stelle schon, bevor ich es nämlich am Ende vergesse, weil ich kenne mich, schon mal ein schönes Weihnachtsfest. Und alle für die, die auf YouTube das Ganze gucken, sage ich schon mal ein schönes, frohes Weihnachtsfest nachträglich. Ja, ich hoffe, ihr habt euch alle gut beschenken lassen und wünsche euch dafür aber schon mal ein neues Jahr, weil das steht bei euch dann als nächstes an. Und von daher, da müsst ihr so in etwa zeitlich hinhauen. Von daher, wir sind hier für euch und spielen heute eine Runde Scum. Heute anstatt dass heute nichts ist. Ne? Das ist also quasi große Ausnahme, die wird aber jetzt zur Regel. Also jeden Freitag gibt es also Scum. Es wird die ein oder andere Woche noch eine Ausnahme geben, da wird Scum nochmal Sonntag sein. Aber ansonsten spielen wir jetzt Scum immer freitags während der Karnevalssession, damit ihr das schon mal wisst. So, und ja, ich denke mal, die Alea wünscht euch auch was, oder? Natürlich. Natürlich. So, und dann starten wir damit auf den Server rein. Wenn du drauf kommst, ich kann nämlich gerade nicht drauf. Okay. Das wäre ja wie immer der berühmte Vorführeffekt, dass ich jetzt erstmal wieder den Server neu starten darf. Aber ich mach schon mal. Jetzt nochmal. Ich mach gerade die Kamera aus. Also ich habe Ton. Einfach das gerade eine schlechte Connection vielleicht erwischt. Oh, kann sein. Weil ich bin drauf, ohne Probleme. Und das Auto ist auch noch da, das ist das Wichtigste an dem Ganzen. Ich fange schon mal an das Dorf zu looten. Ja. Das ist ja das Übliche am Anfang, erstmal Dorf looten. Und da denke ich, dass die YouTube-Zuschauer gerade gar nicht interessiert, weil sie das wahrscheinlich jetzt schon dutzende Male gesehen haben. Drücke ich mal auf Pause und schalte es wieder ein. Wenn wir mit Bauen loslegen, würde ich sagen. Weil wir werden heute auf jeden Fall anfangen, unsere Base zu bauen. Solange unsere Lebensmittel reichen, sage ich mal, ne? Also bis gleich. So, da sind wir wieder. Ja, also wir haben das Dorf jetzt so mal gelootet. Ah, jetzt sieht man den Mesh. Und unsere Aufgabe heute ist, habe ich ja schon eben gesagt, wir wollen heute eine Base bauen. So. Das heißt, Handwerk. Und das heißt natürlich automatisch, wir schauen uns auch das neue Building-System an. Ich überlege gerade, wie ich das hier baue. Wenn wir es ja nach dem neuen Building-System bauen, dann müssen wir es natürlich auch so ein bisschen bauen, dass wir die neuen Fähigkeiten des neuen Building-Systems natürlich auch nutzen. Klar. Das hier scheint ja der höchste Punkt zu sein. Ich würde sagen, dann fange ich mal hier an mit Bauen. So, also, das heißt, man kann jetzt, es gibt Floors und es gibt natürlich ganz normale Foundations, so wie bisher auch. So, und wir fangen jetzt mal an mit einer Foundation zu bauen, die wir hier aber nicht bauen können. Okay, warum nicht? Okay, warum darf man hier keine Foundation bauen? Okay, was haben sie geändert, warum wir das nicht bauen können hier?
Muss ich erst eine Flagge bauen? Das könnte natürlich sein. Dass ich erst eine Flagge bauen muss. Versuchen wir das mal. Okay, müssen wir noch ein bisschen nach hier. So. Ich glaube, jetzt ist das Gebiet gut eingefasst. Alea, guckst du mal die blaue Grenze, ob die bis zu der Zaun geht oder ob ich noch weiter nach vorne muss? Die geht bis zum Zaun. Okay, gut. Ja, ich brauche 8 Stücke Metall. Und 8-mal Stoff. Das heißt, wir brauchen Kleidung und die wir zerschneiden können. Metall liegt ja überall rum, also das dürfte nicht das Problem sein. Die müssen wir zusammenkriegen. Okay, das heißt also, man muss anscheinend tatsächlich zuerst eine Flagge bauen. Die war jetzt ja eindeutig blau. Klar, überall, wo ich reingucke, ist natürlich kein Metall drin. Ist ja logisch. Ja, weil ich das schon längst fertig habe. Wie, die Flagge hast du fertig? Das Metall bringe ich jetzt ein. Okay, alles klar. Hast du schon 8? Ja. Okay, sag das doch. Und wie sieht der Stoff aus? Muss ich jetzt gucken? Ja, ich habe ja hier mein Shirt, das kann ich klein machen. Fünfmal braucht man noch. Fünf? Fünf. Okay. Ja, 3 habe ich. Guck ich mal. Ah ja, den Rucksack kann ich ja auch klein machen. Brauchen wir ja nicht mehr. Gut. Ich habe die 5. Oh, Werkzeugkasten. Bringst du vom Auto mit? Du bist noch im Auto. Da sind ja genug drin. Guten Appetit. Bitte. Wie viel brauchst du denn? Ja, einen. Ja, ich mach schon mal einen Baum klein. Warum ist sie jetzt auf einmal rot? Obwohl alles drin ist. Also bei mir ist sie nicht rot. Ist der. Hast du den. Nee, der Kasten ist nicht drin. Doch, der Kasten ist drin. Bei mir ist sie fertig, aber rot. Aber halt auch nicht. Ja, das ist halt, wenn du näher rangehst, dann wird sie rot, ne? Weil du dann störst. Aber warum ist sie nicht fertig? Hä? Muss ich das verstehen? Ja, vielleicht ist sie ja fertig. Warte, ich versuch mal.
Foundation bauen kann. Nö, ist noch immer rot. Okay, warum ist sie nicht fertig? Vielleicht kann ich sie nur fertig bauen? Nö, auch nicht. Na super. Warum? Tja. Können wir sie nur abbrechen, das ist halt so. Handwerk. Geht ja gut an. Zweiter Versuch. Okay. Hast du jetzt den Werkzeugkasten mitgenommen? Ja. Wir brauchen nur noch Metall. Ja. Wir müssen die ja komplett neu bauen. Ja, leider. Ich hoffe, diesmal funktioniert es. Sonst können wir das vergessen. Also dann weiß ich nicht. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass das ein Bug ist, weil das hätte man ja schon gehört, wenn da irgendwie das Einnehmen eines Gebietes nicht funktioniert. 1, 2, 3, 4. Ab 3. Okay. Also Stoff habe ich schon mal die. Ah ne, wir brauchten 8, ne? Keine Ahnung. Ich weiß jetzt gerade auch nicht. Jetzt habe ich 8. Ah, da hinten läuft ein Wolf, glaube ich. Und wie viel Metall hast du? 6. Okay. Warst du überall schon? Ja. Was? Das ist komplett Dorf. Okay, schlecht. Ja, 8 ist schon viel. Mal ehrlich zugeben.
Okay, ich habe noch eins. Hast du 7 oder hast du immer noch 6? 6. Okay, ich laufe mal hoch zum Shop. Ich muss auch trinken. Ich erschrecke, da liegt ein toter Wolf neben der Fahne. Oh, hat sich direkt gelohnt. 38. Der Wolf hat eine Fahne. Genau. Sehe, wir verstehen uns. So, ich habe das letzte Stück. Oh, eine nice Aussicht von hier oben, muss man ja wohl mal sagen. Wenn man Flughäfen mag. Vielleicht sollte ich diesmal dann den letzten Klick dran der Fahne machen. Vielleicht lag es daran. Weiß nicht. Hast du den Werkzeugkasten da gelassen? Nein, weil ich schon auch in meiner Hose wieder, die er offensichtlich ausgezogen hat, und das ist heute. Hä? Warum macht er den letzten Metallschrott nicht rein? Ah. Weil das Fleisch im Weg liegt. Ah, das hat funktioniert. Das hat jetzt funktioniert. Warum auch immer. So, dann bin ich mal gespannt. Ob jetzt müsste auch das Building gehen, denke ich. Ja, jetzt kannst du auch bauen. Das müsste der höchste Punkt hier hinten sein, ne? Oder? Ja, ne? Wie ging das nochmal rauf und runter? Also einfach. So, ist passiert. Hatten auf jeden Fall geändert für eine Foundation. So. Drei Baumstämme. Okay. Das ist natürlich schon teuer, drei Baumstämme für eine Foundation.
nice aus. Ah, die Grafik haben sie aber echt schön gemacht. Ja, bringst du den Ring schon mit? Für dich schon, ja. So, also was wir jetzt erstmal machen werden, um das so ein bisschen zu erklären, die Foundation kann man ja leider in der Höhe nur begrenzt variieren. Deswegen habe ich jetzt erstmal an der Stelle da einen Grundstock gelegt, damit wir quasi den Rest des Hauses von der Höhe danach karieren können. Wenn die alle ja gleich mithelfen, geht das auch deutlich schneller. Oh, ich bin doch schon unterwegs. Es ist natürlich schön gewesen, man hätte noch einen Quad oder einen Traktor, ne, zu transportieren. Aber das hat man ja leider nicht. Handwerk. Ja, man merkt das direkt, wenn man zu zweit arbeitet, geht es deutlich schneller. Da muss immer Seile und Stöcke reintun.
Ah, geh weg. Ach, das sind nur lange Stücke, okay. So, und da das jetzt natürlich ein bisschen dauert, bis wir da ein Stückchen weiter sind, würde ich sagen, beende ich mal die Folge und ihr könnt morgen dann sehen, wie es weiter aussieht hier an der Base. Bis dann. Tschüss.